Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge in TSW 2. Wir bringen heute eine Class 101 von Darlington ins Depot. Und ich würde sagen, wir legen dann auch gleich los. Die Fahrt kommt natürlich wieder aus der Liste der besten Fahrten. Und wir sollen irgendwie noch einen Passagierzug vor uns haben. Ich weiß nicht, ob jetzt schon oder später, aber eigentlich können wir schon abfahren. Sehr gut. Eigentlich soll das ja eine Depotfahrt sein, aber irgendwie sitzen doch so ein paar Herrschaften hier mit drin. Vielleicht sind das alles Mitarbeiter, die wir jetzt alle zurück zum Depot fahren. Keine Ahnung. Ich kann sie leider auch nicht rausschmeißen. Aber eigentlich ist das hier eine MT2-Depotfahrt. So. Schauen wir mal, ob es dran steht. MT2-Depot. Ja, perfekt. Gut. Class 101, das heißt Gangschaltung. Und dann würde ich sagen, müssen wir erstmal hier den Schlüssel einstecken, die Bremse schon mal lösen. Ja, gut, Bremse gelöst. Dann Fahrtrichtungswender nach vorne. Erstmal die Gänge einmal durchschalten, das war hier, ne? Genau. Perfekt. Und dann können wir jetzt los. Ach, wir müssen, glaube ich, noch Licht anschalten, ne? Fällt mir gerade ein. Ich glaube, wir müssen auch noch eigentlich in die andere. Ja, wir müssen nochmal nach hinten, fällt mir gerade ein. Ich glaube, wir sollen laut Fahrplan sollen wir eh auf was auflaufen. Auf einen. Wir bremsen hier nochmal kurz. Das heißt also, vor uns soll ein Personenzug fahren. Wir sind ja nur eine Po-Fahrt. Eigentlich ohne Fahrgäste, was auch immer die alle hier machen. Wie gesagt, vielleicht alle Firmenmitarbeiter, die jetzt gerade Feierabend haben, die wir jetzt auch nach Hause bringen oder zum Depot bringen, wo die ihre Autos stehen haben. Ich habe keine Ahnung, was die hier alle drin machen. Eigentlich sollten sie hier nicht drin sein. So, aber das ist bei TSW ja leider auch häufig so, dass irgendwie bei den Depotfahrten trotzdem Leute drin sitzen. Was wirklich schade ist, weil das wirklich die Atmosphäre der Depotfahrten ziemlich zerstört. So, die Tür können wir alle mal offen lassen. Und dann. Ich weiß gar nicht, welche Platz war 197, meine ich, oder so. Habt ihr ja am Anfang, ich spiele das hier mal ein, wie ich das auslose, und da habt ihr ja gesehen, welche Nummer das heute ist. Ich meine irgendwie 197. So, dann. Leistung wieder aufschalten. Schau ich mal, vorne sind die Lichter an. Hinten sind die Lichter auch an. Sehr gut. Also sind keine Lichter, das sind einfach nur Signale. Bei der Lok sieht man nämlich wirklich nichts. Ich guck mal, wie dunkel die Strecke ist. Wir sind das ja schon mal gefahren, Class 101, auf Northern Trans Pennine. Und dort sind wir tatsächlich mit, ja, da war es auch ziemlich dunkel. So. Habe ich die Bremse noch angelegt? Ja, ne? Wir lösen die mal voll. Ja, jetzt ist sie gelöst. Und dann 30 mph gleich. Bin ich mal gespannt, wann wir auf den Zug auffahren vorne. Ach ja, was mir gerade einfällt, wir hätten noch die Sicherheitssysteme eigentlich einschalten können, ne? Kann man die hier rüber eigentlich auch einschalten? Nee, ne? Ach, doch geht. Sehr gut. ABS? Gut, ABS ist an. Ich weiß nicht, ob der einen DSD überhaupt hat hier. Schauen wir mal, ob wir schnell finden. Das wird doch irgendwo ABS sein, oder? Doch nicht? Nee. Bin mir nicht ganz sicher. Na, Notfallfahren mit ABS. Ist doch auch erstmal gut. Wenn wir gleich irgendwie halten müssen, dann gucke ich mal, ob ich DSD auch noch finde. Beschleunigen erstmal noch ein bisschen. 35 dürfen wir gleich. Ja, aber ich bin ja doof. Ich fahre ja mit Gangschaltung. Habe ich ganz vergessen, dass wir ja auch noch die Gänge schalten müssten. So. Eigentlich dann erstmal raus und dann wieder neu. Leistung raus. Ich glaube, wir können schon 3 nehmen. Ja, wir können schon 3. Gang nehmen. Sehr gut. Muss man natürlich noch decken an die Gangschaltung.
60 gleich. Dann bin ich mal gespannt, ob wirklich, weil ihr meintet, da steht irgendwelche Personen zugefahren vor uns. Aber kann natürlich sein, dass wir erst später da auflaufen auf dem Personenzug. Das werden wir sehen. Aber jetzt können wir die 101 nochmal ausfahren. Obwohl, das haben wir, glaube ich, auch das letzte Mal schon gemacht. So, einfach mal durchfahren hier. Auf die 60. Und mal wieder eine Nachtfahrt. Haben wir auch lange nicht mehr gehabt, glaube ich. Oder? In dem Format auf jeden Fall nicht. Was schafft die eigentlich höchstens? Sie muss doch irgendwo noch so ein schlauer Sticker irgendwo hängen, oder? Ich weiß hier nicht irgendwo. Wenn wenig steht, fahren wir sie aus und gucken, was sie kann. Alles grün bisher noch. Sehr gut. Vielleicht haben wir nur noch 30, aber erst in 2,5 Meilen. Ist auch keine lange Fahrt, ne? Wir fahren jetzt 9 Meilen, glaube ich. Das, ich weiß nicht, habe ich jetzt gar nicht so genau darauf geachtet, wie lang das jetzt ist. Aber wenn wir jetzt die ganze Zeit einen Zug vor uns haben noch, dann ist das natürlich was anderes. So, 2,2 Meilen bis 30. Perfekt. Da die Sitze weg. In die Ferne. In die Sterne, wenn man so will. Nein, nicht in die Sterne, aber in den Sternenhimmel? Ergibt auch keinen Sinn. Ich wollte sagen, in die Nacht. Mit dem schönen Sternenhimmel. So ergibt es, glaube ich, Sinn. So. Können wir eigentlich nochmal einen Gang hochschalten? Ja, ne? Das ist neutral, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte Gang 4 und dann wollte ich eigentlich eine Leistung haben, genau. Da steht ein schöner Traktor noch. Ist das ein alter Traktor? Sieht so modern aus. Schrecke spielt ja in den 80ern wieder. Nee, passt aber, glaube ich. Zeittechnisch. Ja, ja, passt. Strecke spielt. Ich glaube, sie spielt ein bisschen später als Northern Transport. Eins von beiden spielt Anfang der 80er und eine von Ende der 80er. Ich meine, Tears Valley 9 spielt Ende der 80er. Nee, Quatsch. Tears Valley 9 spielt, glaube ich, Anfang der 80er oder andersrum. Und Northern Transport 9 Ende der 80er. Ach, ich bin mir nicht sicher. Eins, irgendwie ist es aufgeteilt auf jeden Fall. Aber spielt beide in den 80ern. So, ich hoffe ja immer noch, dass es mal eine deutsche 80er, 90er Jahre Strecke gibt. Das würde ich sehr, sehr feiern. Jetzt kommt ja erstmal bald eine 50er Jahre Strecke aus Großbritannien mit den ersten Dampfloks. Das wird auch schön. 30, oh, die hätte ich mal einhalten sollen. So, das war ein bisschen spät auf die 30. Ein bisschen sehr spät. Er braucht halt auch immer ein bisschen, bis er seine Bremsung aufgebaut hat. Und dann braucht er, dann muss man ja auch braucht eine Zeit, bis er wieder gelöst hat. So. Da bin ich schön reingedonnert. Viel zu schnell. Aber bisher noch keine Verzögerung vor uns, ne? Also ich habe noch nichts bemerkt von irgendwas, was vor uns fährt. Aber die Strecke ist auch ganz nett, ne? Ich finde die auch gerade ganz schön, dass es nicht ganz so dunkel ist, wie zum Beispiel auf Northern Transport 9. Bisschen heller ist, man sieht ein bisschen was noch in der Nacht. Wie wir hier durch die britischen Landschaften sausen.
und dann geht es hier zusammen mit einer eingleisigen Strecke weiter. Hier ein kleines Dorf in der Nacht. Das ist doch schön. So, dann wieder Leistung rein. Kommen wir aus dem vierten Gang? Können wir im vierten Gang bleiben? Ja, geht. Fahren wir mal zwar am Anfang ein bisschen untertourig. Bleiben wir einfach im vierten Gang. Gucken wir mal, ob wir den hier wieder hochgesteuert kriegen. Das passt schon. Haben wir zum Glück keinen Fahrplan. Und da bin ich gleich mal gespannt, ob wann uns hier was erwartet vor uns. Noch ist alles grün. Wir können ja mal Spaß aber gucken. Hier war doch gerade schon gelbes, oder? Meine ich. Grün. Ne, doch hier war auch ein gelbes. Da ist, glaube ich, irgendwann vielleicht was vor uns. Ja, irgendwo. Ich habe noch keinen Zug gesehen, ehrlich gesagt, vor uns. Da. Oh, das dauert aber, bis wir den eingeholt haben. Aber werden wir, glaube ich, schon packen. Weil der, wenn der ab und zu hält, ist, glaube ich, so ein Nahverkehrszug. In 1,59, in 6,2 sind wir da. Gefällt mir so eine kleine Fahrt jetzt, aber ich mag es auch, weil es jetzt nicht, glaube ich, so eine ewig lange Fahrt ist. Wir haben ja oft bei den besten Fahrten wirklich stundenlange Fahrten. Also nicht Stunden, aber schon eine Stunde öfters, auf jeden Fall. Fällt auch landschaftlich. Also ich habe mir die Cheese Valley Line echt zu wenig, die habe ich ein bisschen zu wenig gespielt. Das geht, die geht ja auch ganz schön weit rein noch. Also es gibt ja diesen total industriellen Abschnitt. Da kommen wir auch gleich durch. Und dann wird es auch schön ländlich hier noch. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Und die Class 101 macht eigentlich auch Spaß zu fahren, obwohl die mehr Spaß zu fahren macht, muss ich sagen, wenn du viel hältst. Ne? Wenn du jetzt hier durchgängig voll durchbretterst, bleibst du halt im vierten Gang und fährst einfach durchgängig. Es sei denn, du vergisst auf die 30 runter zu bremsen, dann hätte man vielleicht schon ein bisschen unterschalten können. Aber wenn du 4 hältst, dann musst du echt aufpassen mit der Gangschaltung. So. Gelbes Signal voraus. Da ist also was vor uns. Beziehungsweise jetzt ist wieder grün, aber wenn der ab und zu hält, dann werden wir da gleich hinter sitzen. Bisschen bergab, aber der beschleunigt nicht weiter, das ist gut. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, auch ein bisschen in den industriellen Abschnitt. Hier links sehen wir zumindest ein bisschen die ersten Industrieanlagen. Ja. Aber das sind die ganz kleinen bisher noch. Die großen kommen ja jetzt erst, glaube ich, noch. Diese riesigen Stahlwerke. Was das sind, glaube ich, sind Stahlwerke. Das ist ein riesiges Stahlwerk. Das ist schon krass. So. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. Durch die 40 habe ich jetzt wirklich nicht gesehen gerade. Ich muss ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit achten, aber ich habe mir gerade was angeguckt, Entschuldigung. Bisschen mir zu viel die Landschaft angeguckt. Und jetzt, ach ja, wir müssen die Bremse wieder ganz lösen. Ist ja ein bisschen, es ist so ein bisschen so ähnlich, zumindest die Bremsung funktioniert so ein bisschen ähnlich wie die G6 oder die 612. Also deutsche Baureihen. Baureihe 612. So ähnlich funktioniert die so ein bisschen, finde ich.
Ein ganz bisschen zu spät abgebremst. So, lösen wir die Bremse wieder. Und jetzt haben wir ein gelbes Signal voraus. Das muss man mit der Bremse muss man wirklich gut abpassen hier. Ja. 25. Lösen wir sie wieder. Dann geht es hier langsam durch. Also wirklich aufholen tun wir auf den Personenzug, aber da vorne nicht, ne? Wie schnell ist denn derjenige, der gefahren, der das da als beste Fahrt reingeschrieben hat? Der muss ja mega schnell gefahren sein, dass der da aufgeholt hat. Auf jeden Fall dürfen wir jetzt erstmal wieder 60. Ich überlege gerade, ob wir nicht doch irgendwie mal Tees Valley Line gefahren sind in... Habe ich nicht mal ein Video in Tees Valley Line gemacht oder bin ich das für mich gefahren? Ich glaube, ich bin vor ein paar Monaten mal für mich gefahren. Ab und zu schaue ich auf welche Strecke ich in letzter Zeit wenig gefahren bin und fahre die dann einfach nochmal eine Runde. So, dann... Klingelingeling. Oh, da kommt eine Gegenübernahme an. Fahren wir auch dreiteilig? Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir eine zweiteilige Einheit fahren oder dreiteilige, aber ich glaube, wir fahren auch eine dreiteilige. Das andere würde mich wundern. Geht ein bisschen bergab, ne? Wir wenden mal so ein bisschen Bremskraft an. Ach ja, und... Ey, was heute mit Geschwindigkeitsangaben bei mir los ist. Ein bisschen konzentrierter hingucken. Der Raser mit der 101. Das ist richtig schlimm. Und ein Güterzug. Mit Stahl vermutlich. Ja, sieht so aus. Ist hier immer noch eine Bremse drin? Ja, ist noch eine Bremse drin. So, 45 gleich dann nur noch. Ich frage mich echt, wie schnell der gerast ist, dass der da aufgeholt hat auf die Personenzüge vorne. Wir sind ja jetzt gleich schon im Depot. Na gut. Dann waren wir etwas langsamer als derjenige. Oder etwas schneller als derjenige, dass die irgendwie, dass wir den überholt haben, die da eigentlich vor uns fahren sollte oder so. Keine Ahnung. Dass wir irgendwie da vorne doch vorangekriegt haben oder sowas. Ach, ich schon auf 35. Können wir auch wieder lösen. Nächstes Signal ist gelb, aber wir fahren ja jetzt auch schon ins Depot ein. Nur dann war es irgendwie so eine kleine, schöne Fahrt. Auf einer Strecke, die man nicht allzu oft sieht. Dann passt das doch auch. Dann geht es gleich mit 20 vermutlich über die Weiche. Dann sind wir ja auch schon so gut wie da.
im Depot. 15 gleich. Wir haben rot-grünes Signal nach dem Depot. Okay. So 15 gleich. Ja, hier raus jetzt ins Depot. Ja, wir bleiben hier auf dem Gleis. 15 gleich. Und dann noch 500 Yards und dann stehen wir auch schon. Ist da das Depot? Ja, ne? Müssen wir uns jetzt nicht hinstellen. Einmal warnen, falls hier noch jemand arbeitet im Depot. Dass wir hier jetzt reinfahren. Und da stehen auch schon am Depot die ganzen Loks bereit und die Triebwagen. Wir bringen jetzt unseren auch dazu. Ich dachte, vielleicht könnten wir sogar in den Lokschuppen da fahren, aber leider nicht. Das wäre auch cool, wenn man teilweise in den Lokschuppen reinfahren könnte. Da die Sachen abstellt. Ich hoffe ja immer noch, dass man bald mal einen Ringlokschuppen auch mal benutzen kann. Gibt es irgendeine Strecke, wo man den TSW in Ringlokschuppen benutzt? Im Fahrplanmodus? Sag mal. Wir hätten den schon abstellen sollen. Das wurde gerade mehr. Wir fahren, sind gerade vorbei. Deswegen hat man diese Dinger auch nicht eigentlich. Hätten wir das Ding anschalten sollen, dann würden wir nämlich sehen, dass wir dran vorbeigesaust sind. Okay. Ich dachte, wir fahren auf den Prellbock zu oder so. Deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir den dann einfach so abstellen. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine Sache. Rückwärtsgang. Und einmal ein Stück zurücksetzen. Ja, das war schlau. Glücklicherweise sind wir nicht über ein Signal rübergefahren. Also geht das alles noch mit dem Zurücksetzen. Ein bisschen warnen, weil wir jetzt mit Rücklichtern zuerst fahren. Gut, wir machen jetzt eh oder mehr oder weniger eine Rangierfahrt. Aber da würde man ja auch nicht so zurücksetzen, normalerweise. Hier liegen noch ein paar Schwellen. Dann geht es hier langsam wieder zurück. Oh, eine Aktion. Ich hätte nicht gedacht, dass wir daran vorbeisausen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber von dem Verkehr vor uns war irgendwie weit und breit nichts zu sehen. Naja, haben wir mal einen kleinen Depot-Move gemacht. Und mal eine Strecke gesehen, die man nicht so oft sieht. Ist doch auch mal ganz schön. Perfekt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich kriege eine selbe Medaille, weil ich dauernd über die Geschwindigkeitsbegrenzung gedonnert bin. Das war mir schon klar.
Boah, hier vorne bin ich rüber gedonnert. Wann ist noch? Hier? Sieht immer sehr schön. Hier war ich, glaube ich, schon schneller. Also, naja, gut. Das ist irgendwie ein Bug hier, dass man da irgendwie angeblich mal 120 km/h fahren darf oder so. Das ist ein bisschen verpackt an der Stelle. Ein bisschen hoch hier, ne? Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.